Hey Leute, heute gibt es eine ganz besondere Folge in Clash of Clans, denn heute werden wir zum ersten Mal Trollbases bauen und dann schauen, wie sich die verschiedenen Gegner dagegen anstellen werden. Dieses Format hatte ich mir selber ausgedacht und fanden viele Zuschauer im Stream ziemlich geil. Deswegen werden wir genau das machen. Wir haben aktuell noch diese Szenerie, da haben wir ja gerade noch alles auf maximales Level gebracht. Wir sind aktuell Maxed Rathaus 10. Wird also interessant werden und ich würde sagen, wir legen los. Wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr nicht supporten wollt, könnt ihr wie immer gerne Creator Code Jonas oben im Shop eintragen. Auf geht's, euch viel Spaß und ich bin sehr gespannt, welche Base wir so finden werden. Let's go. Und wir legen los mit meiner ersten Base und hier habe ich mich für diese Base entschieden. Es ist relativ einfach. Die Mitte, wie ihr seht, ist komplett vollgepackt. Ne? Wir haben das Rathaus, wir haben die Testers, wir haben eine Menge an Luftbomben und die Clan-Mode. Können wir eigentlich auch gerade mal was anfragen sogar. Wir sehen aber hier vor allem, was die Taktik ist. Ne? Den Stamm können wir vielleicht gerade entfernen. Der ist jetzt ein bisschen im Weg, aber wir sehen, hier ist der Eingang und dann müssen die Truppen theoretisch hier einmal außen rumlaufen. Hier ist der zweite Eingang, da müssen die eigentlich wieder außen rumlaufen, um dann hier den nächsten Eingang zu finden. Oh, und den habe ich ein bisschen verkackt, Sekunde. Dann von hier aus müssen die Truppen hier wieder außen rum und finden dann hier den letzten Eingang. Also praktisch so ein bisschen kreisförmig, spiralenförmig auf jeden Fall. Außenrum haben wir die ganzen Gebäude platziert und ich würde sagen, um jetzt den ersten Gegner anzulocken, müssen wir natürlich zum einen leider das Schild entfernen. Das tut ein bisschen weh. Wir sind aber hier sowieso auf dem Pay-to-Win-Account, also nicht ganz so schlimm. Das müssen wir auch entfernen. Schutz, perfekt. Dann müssen wir einmal hier das ganze Gold und das ganze Elixier einsammeln. Dann haben wir noch die Beutekarre. Und jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft. Bitte macht das nicht zu Hause nach, weil jetzt hier für die eine Folge machen wir es so, dass wir jetzt auch ein paar Gems ausgeben. Ich hoffe, wir kriegen nicht alles geklaut. Das werden wir sehen, wie viel wir geklaut bekommen. Wir machen einmal komplett nämlich jetzt die Goldlager und das Elixierlager voll. Das dunkle Elixier würde ich jetzt nicht füllen. Das ist nämlich unglaublich teuer. Und ich würde sagen, sehr schmerzvoll. 17 Millionen Elixier. Der wird sich freuen, denke ich, der erste Gegner. Ich bin mal gespannt. Wir loggen uns aus und wir sehen uns gleich wieder. Wenn wir den ersten Angriff dann hoffentlich gleich haben. 5 Stunden später und wir wurden endlich angegriffen. Es hat einige Zeit gedauert, aber wir haben einen Kandidaten, der hier alles gegeben hat. Wir sehen Loot 400.000 gerade mal von beidem. Also so viel können wir nicht verlieren. Wir sehen schon, er setzt auf Golems zusammen mit Valkyrie und Magier. Also das ist eigentlich perfekt, genau für unsere Trollbase. Ich würde sagen, wir legen los. 2,5 Minuten hat der Spaß gedauert. Wo hat er losgelegt? Ich sehe es gar nicht. Ah, da oben mit Minions. Okay, also ganz, er will es taktisch angehen. Das bin ich jetzt mal gespannt, wie er das hinbekommen hat. Habe ich mir noch so nie angeschaut, auf so einer Base, so einen Angriff. Also wir sehen es. Okay, jetzt hat er erstmal, und jetzt gibt es den ersten Golem nach außen mit den, okay, also wir sehen schon, die Testers außen machen schon ihren Job. Unsere beiden Helden sind jetzt schon mal gut überrannt worden. Hat er sonst noch irgendwo was gesetzt? Nee. Nein, er ist nur hier unten rein. Oh mein Gott. Das wird 100% funktionieren. Also wenn wir hier in die Mitte kommen, das kann nicht funktionieren. Das kann niemals funktionieren. Wir werden es sehen. Also die Mortar machen schon ihren Job. Die Truppen gehen nach außen. Und ich frage mich halt, wie wollen die hier innen eindringen durch das Labyrinth? Wir werden es am Ende sehen. Also, die Magier mit den Valkyren drängen nach außen. Riesenbombe. Boom. Oh mein Gott. Der Heilzauber war auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Auf der anderen Seite, auch die Valkyren sterben schon ziemlich krass. Die Frage ist, werden die Truppen am Ende in das Labyrinth reingehen? Wir sehen, der Bombenturm killt die restlichen Truppen. Und damit ist eigentlich auch gar nicht mehr so viel übrig. Die X-Bögen killen nochmal das Ganze. Bringt nochmal einen Heal-Zauber. Aber Sekunde, es ist noch nicht vorbei. Es dauert noch 1:17. Also die Truppen haben noch genug Zeit. Die Magier sind da hinten dran. So. Die nächste Riesenbombe. Und fast alle Magier gehen down. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Also wir sehen, es funktioniert. Da wollte einer reingehen. Da wollte einer reingehen. Da wurde auch hier unser Labyrinth so ein bisschen aufgesprengt. Die Truppen haben jetzt nur noch 1:10. 58 Sekunden. Ich weiß es nicht, ob die dann das noch schaffen. Wir sehen es, da unten ist noch die Kanone, da ist noch der Bombenturm. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht für uns aus. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob die überhaupt ins Labyrinth noch reingekommen sind. Er haut den nächsten Wutzauber raus und die nächste Riesenbombe geht an. Und die X-Bögen in der Mitte schießen es halt auch komplett da drauf. Aber das Ganze dauert noch 40 Sekunden. Also ich glaube, das Labyrinth könnte noch zum Einsatz gekommen sein. So, noch 35 Sekunden. Jetzt sehen wir noch ein paar Valkyren übrig. Und jetzt wird es natürlich schon mal spannend. Es sind noch 30 Sekunden. Die Valkyren, die kriegen das so einigermaßen hin. Es sind noch 26 Sekunden. Eine Valkyrie bleibt übrig. Und das bedeutet, so wie es aussieht, er ist nicht besonders weit gekommen. Die Truppen sind nicht mal richtig ins Labyrinth gekommen und sind davor gestorben. Es sind die letzten 9 Sekunden. Und wir sehen, die Mitte hat eiskalt einfach gehalten. Das Labyrinth hat funktioniert. Also, es ist ein Stern für den Clankrieg. Wäre das ziemlich nice gewesen eigentlich. Wir kommen zu unserer zweiten Base und die sieht so aus. Hier bin ich unfassbar gespannt, weil sie sogar ziemlich gut funktionieren sollte. Das ist eigentlich keine richtige Trollbase, aber es ist halt auch keine richtige Base. Was kann man dazu sagen? Sie ist halt eigentlich dazu da, wenn ihr euer Loot beschützen wollt. Also wenn ihr auf die Trophäen praktisch kackt und halt komplett
euer Loot beschützen wollt. Trotzdem natürlich eine absolut verrückte Base. Also wir sehen es hier. Vor allem das dunkle Elixier soll komplett geschützt sein. Wir haben jetzt gerade kein dunkles Elixier groß, aber trotzdem wird es mal interessant sein. Gerade die Lager sind halt komplett innen, ne? Und das Rathaus ist halt hier außen. Aber dann auch wieder geschützt von einigen Testers. Also sehr, sehr crazy. Ich würde sagen, also hier bin ich echt mal gespannt, weil das ist die einzige Trollbase bisher, wo ich auch wirklich sagen würde, das kann interessant sein, wenn man volle Lager hat und seine Ressourcen schützen möchte. Damit sind wir am nächsten Morgen und wir wurden angegriffen. Gleich zweimal. Ich glaube, der erste Angriff... Oh Gott, nein. Es hat halt echt funktioniert. Wir haben ihn total getrappt. Seht euch das an. Er hat versucht... Oh mein Gott. Er wurde komplett hops genommen. Ich fasse es nicht. Und die restlichen Truppen wollte er nicht einsetzen, oder was? Oh mein Gott, Alter, der hat komplett verkackt. Na, als Erklärung nochmal, ne, wir wollten hier die Lager eigentlich schützen und das Geile ist bei der Base, dass wir beim Rathaus halt die ganzen Testers hin platziert hatten, dass wir halt auch ein paar Leute trappen, die halt versuchen, Easy Trophies zu farmen und genau das haben wir halt hinbekommen. Das ist so gut. So, aber damit kommen wir jetzt hier zum richtigen Angriff, sage ich mal. 500.000 Loot gab's? Nein. Nein. Und das ging schon mal komplett schief hier für ihn, direkt der erste zu. Ich mach mal einen Ticken leiser bei euch. Das habe ich etwas laut. Also, wir sehen, okay, es ging noch. Er hat sich noch gerettet. Er muss eigentlich die Queen direkt zünden. Aber die Testers haben ihn schon mal ganz gut reingebaitet. Ist schon mal gut. Unser Ziel, ne, hier bei diesem Layout ist es, Loot zu beschützen. Deswegen weiß ich natürlich jetzt nicht, ob es optimal ist, auch das Rathaus nach außen zu schieben. Da hat er immerhin schon mal 70.000 mitgenommen, sehe ich nämlich jetzt gerade, aber sollte hoffentlich passen. Die Lager, das ist halt die Frage, ob die halten werden. So, wir schauen uns erstmal die Queen an. Die hat er jetzt schon gezündet. Da kann er jetzt nicht so viel machen. So, an sich spielt er mit einem Queen Charge, ne, also das ist halt die Queen zusammen mit Heilerin. Ich weiß nicht, warum man das Queen Charge überhaupt nennt, keine Ahnung. Und dazu spielt er 13 Bowler, dann noch Valkyren, Mauerprescher. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, wie will er da rankommen? Die sind ganz in. Okay, er bringt immer einen Wutzauber drauf, macht er gut. Und beschützt die Queen, okay. Also die Queen hat halt schon mal einiges abgeräumt, ne? Er hat aber auch zumindest die Fähigkeit zünden müssen, schon ziemlich früh. Und ich hoffe, die X-Bögen kümmern sich da jetzt drum. Mal schauen, oh Gott, das dauert aber ewig. 1,20, also bisher ist ja nicht so viel passiert in der Runde. Mal schauen, okay, dann würde ich sagen, wir machen mal kurz doppelte Geschwindigkeit. Das sind mal jetzt seine Truppen reinbringen. Okay, also wir sehen, die Queen ist tot. Kurz halbe Geschwindigkeit. Aha, da oben. Okay, jetzt wird's interessant. Da oben der Barbarenkönig, Level 40, kann sich nicht lange wehren. Jetzt die Frage. So, 378.000 Loot. Er hat schon auch ein bisschen was geholt von irgendeinem Lager scheinbar. Jetzt hier gehen die ganz gut rein. Er bringt jetzt hier einen Sprungzauber, relativ verzweifelt. Die Inferno-Türme wehren sich, auch der Magierturm wehrt sich. Und die Heilerin? Die Heilerin muss sterben. Die Heilerin müsste einmal sterben, die stirbt aber nicht. Jetzt hat er schon ordentlich Loot mitgenommen. 40 Sekunden, er hat noch Heal-Zauber und Frostzauber. Aber gerade die X-Bögen, wenn jetzt noch der andere losschießen würde, kommt der hier, muss auch noch losschießen. Das wichtig ist, das dunkle Elixier ist bisher relativ gut beschützt. Aber ich glaube, jetzt gehen die aus Dunkle leider auch, ne? Da wollte er wahrscheinlich auch drauf gehen. Also noch ein Multi-Inferno-Turm sogar, den frostet er einmal. Bringt jetzt noch ein Heal. Die Riesenbombe haut rein. 19 Sekunden sind übrig und ich glaube, unsere Base hat eigentlich die Rolle ganz gut erfüllt. Wir schauen mal rein. 10 Sekunden sind es noch. Wir haben noch 2 volle Elixierlager. Ja, geil. Das war's, glaube ich. 2 volle Elixierlager und 2 volle Goldlager. Also letztendlich haben wir ungefähr die Hälfte oder fast die Hälfte beschützt bekommen. Also dieses Troll-Layout kann ich eigentlich sogar ganz gut empfehlen, wenn ihr euer Loot beschützen wollt. Okay, auf diese Base bin ich jetzt unfassbar gespannt, denn wir sehen es, es ist einfach ein Herz. Wie geil ist das denn bitte? Es ist einfach ein Herz, aber es hat schon Strategie drin. Das heißt, ich bin halt gespannt, wie sich die Leute wirklich dagegen anstellen werden. Wir sehen nämlich hier, ne, die X-Bögen, der dunkle Bohrer ist da drin, da ist ein Bombenturm drin, da unten ist eine ganze Menge an Fallen. Da wird man schon gut reingetrappt mit den ganzen Testers in den Inferno-Türmen. Dann hat man hier nochmal den X-Bogen, die Kanonen, ja, die stehen halt ein bisschen lose, ne, die Bogenschützentürme hier und so, aber das Ding ist, gerade wenn man hier versucht drüber zu gehen und dann hier voll in die Fallen reinläuft, kann das ziemlich geil werden. Dann hier die Mauern auch, um hier auch einiges abzuschirmen in Richtung des Rathauses. Und noch hier das Rathaus ist eigentlich ganz gut protected. Ne, wir sehen hier, also da oben sind die Level 40 Helden. Dann haben wir die ganzen Bogenschützentürme außenrum und dann hier noch ein paar Bomben. Ich würde sagen, das wird mega spannend werden. Ist auf jeden Fall eine komplette Trollbase, aber das kann gut funktionieren, glaube ich. Wieder einige Stunden später und wir wurden angegriffen. Wir haben fast 1 Million verfügbaren Loot. God of Raw hat uns angegriffen. Ja, und ich würde sagen, wir haben 21er Helden, wir haben Drachen, Loons. 2 Minuten geht der Spaß. Ich bin mal sehr gespannt. Okay. Oh Gott, das ist furchtbar laut. Sekunde. Also, als ersten Schritt blitze ich schon mal drauf los. Ich denke, ja, kacke. Okay, gut. Also, das war es, glaube ich, komplett. Das Problem ist natürlich bei dieser Base, dass die Luftabwehr nebeneinander steht. Er hat es mit zweimal Blitzzauberwellen, hat er es also einfach geschafft, alle Luftabwehr-Einheiten auszuschalten. So, wo geht er rein? Ich sehe nicht. Da hinten geht er rein.
Und dann hat er noch so dieses fette Ding aus der Clanburg gehabt, ne? Wie heißt denn das? Das ist halt, oh, das ist crazy. Das macht auch so Flächenschaden. Also, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen. Jetzt kommen die Teslas. Sekunde. Außen natürlich die Ja, er hat noch einen Frost sogar übrig. Oh Gott. Die Magiertürme vielleicht machen mich. Okay. Die Traps funktionieren eigentlich ganz gut. Wenn die Magiertürme dann noch die ganzen Luftbomben am Start, die Queen hat übrigens auch noch mit. Wenn das irgendwie klappen könnte. Ja, ich glaube halt einfach, dass die Luft aber jetzt natürlich fehlen wird, ne? Die greifen immer ein paar Skellies an. Die Magiertürme. Ja, das sind alles Magiertürme. Und ich glaube leider, dass das ist ziemlich wahr. Was ist da oben eigentlich ab, meine Helden? Die sind noch am Leben, die Queen kann sich vielleicht noch wehren, aber ich glaube, das war es so ziemlich. Ich sag ganz ehrlich, wenn die Luftabwehr da gestartet wäre, das ganz gut funktionieren können. So, wir sehen jetzt, der eine X-Bogen, der ist sich noch am wehren. Und jetzt wahrscheinlich, oh, Junge, dieses fette Loon-Ding ist halt auch absolut crazy. Ich glaube, mit der Luftabwehr jetzt funktionieren können. War natürlich jetzt auch eine Trollbase, ja, kann man natürlich nicht empfehlen, aber sieht cool aus. Und wenn man vielleicht die Luftabwehr und die Sachen noch ein bisschen verteilt, dann könnte es sogar ganz gut funktionieren. So viel zum etwas anderen Format heute. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ich sowas nochmal machen soll. Und lasst wie immer gerne ein Abo da. Wenn ihr mich im Shop supporten wollt, könnt ihr gerne meinen Creator-Code eintragen. Jo Jonas und danke fürs Zuschauen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde es gerne nochmal machen. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.